An den Kleinsten gespart. Ärzte und Pflegekräfte schlagen Alarm. Ich halte es persönlich für sehr verwerflich, ein krankes Kind vor der Tür abzuweisen. Dass man nach Hause geht und denkt, heute hätte das, das, das und das fast schief gehen können. Und Eltern sind in Not. Gut, wer eine Klinik gefunden hat. Ich glaube, ohne Therapie ging es ihr sehr schlecht. Also ich bin schon froh, dass sie ein Bett hat. Alltag auf der Kinderintensivstation im Klinikum Kassel. Das heißt, 20 Pflegekräfte fehlen. Wenn noch ein Kind mehr kommt, herrscht Krise. Sophia Bührmann ist seit 4 Jahren Pflegekraft. Ein Traumjob, sagt sie. Und doch, wenn sie nach Hause kommt, ist sie froh, dass alles wieder mal gut lief. Kein schönes Gefühl zu wissen, man ist für so viele Patienten zuständig, obwohl man nicht genug Zeit hat, sie zu versorgen, so wie man es gerne mit seinen eigenen Ansprüchen auch hätte. Weil dann noch die Aufnahme gekommen ist, dann die Verlegung, dann hier noch irgendwie innerklinisch irgendwo ein Notfall gewesen ist, was wir auch noch abdecken müssen. Leas Lunge ist schwer geschädigt. Die 2-Jährige wurde ins künstliche Koma gelegt. Seit 2 Monaten kämpft das Team um Ärztin Isabel Kruppers um das kleine Mädchen. Die sogenannte ECMO-Maschine übernimmt die Funktion der Lunge. Gerade da ist die Lage ganz wichtig, das heißt auch eine Verlagerung des Patienten. Da braucht man mindestens 2, wenn nicht sogar besser 3 Menschen alleine, allein für eine Lagerung im Bett, für die Belüftung der Lunge zum Beispiel. Und wenn wir mit diesem Patienten in den OP fahren müssten oder, was wir auch schon gemacht haben, ein CT machen, dann brauchen wir da 6 bis 7 Leute Minimum. Aber wir hatten vor allem das Problem, dass auch viele erfahrene Kräfte gegangen sind. Und viele von den jüngeren Arbeitskräften, meiner Meinung nach, kommen auch gefühlt schneller ans Limit der persönlichen Belastungsfähigkeit. Kindermedizin ist betreuungsintensiv. Und das hat wohl auch ein Gesundheitsminister wie Karl Lauterbach nun verstanden. Sein Vorschlag: Personal von den Erwachsenenstationen sollen Kinder mitversorgen. So dass wir wirklich mit allem, was wir haben, jetzt den Kindern helfen. Da wird nicht mehr bürokratisch kontrolliert, sondern jeder kann dort mitarbeiten. Okay. Der ärztliche Direktor vom Klinikum Kassel, Thomas Fischer, kann sich solche Personalverschiebung in seinem Haus nicht vorstellen. 275. Okay. Ich halte den für gefährlich, weil nicht umsonst haben wir in der Vergangenheit Kinderpflegekräfte ausgebildet. Der Hintergrund ist relativ einfach. Ein Kind ist, es gibt diesen ungeschickten Satz, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind, sie sind Kinder. Das ist relativ einfach. Und Kinder haben andere Grunderkrankungen, Kinder haben andere Medikationen. Die extreme Notlage der Kinderkliniken kam mit Ansage, auch durch Schließungen. So sank die Bettenzahl innerhalb von 30 Jahren um ein Drittel. Dagegen stiegen im gleichen Zeitraum die jährlichen Fallzahlen von durchschnittlich 900.000 behandelten Kindern auf mehr als 1 Million. Das Problem ist, dass weder die Politik noch die Entscheider im Bereich der Krankenkassen, Sozialleistungsträger, scheinbar kein Interesse an dem Patienten oder an der Person Kind hat. Und ich persönlich mich frage, wie eine Gesellschaft sich sozusagen entwickeln will, wenn sie sozusagen auf das Gut, das die Entwicklung darstellt, keine besondere Rücksicht nimmt. Gerade ist Emil zur Weiterbehandlung mit dem Hubschrauber aus Berlin eingetroffen. Kinderkliniken haben ein gutes Netzwerk untereinander. Henry darf in 3 Tagen nach Hause. Kindermedizin ist kostenintensiv. Zwischen 60% und 80% allein sind Personalkosten. Geld verdienen sie nur durch die Frühgeborenenstation. Wenn ich jetzt mal unsere Frühchenstation hier im Klinikum Kassel betrachte, werden im Prinzip die kleinsten, die Kinder unter 1500 Gramm versorgt. Da versorgen wir im Schnitt 6 Kinder pro Monat. Und diese geringe Fallzahl ist letztlich verantwortlich für fast 25% der Umsatzerlöse unserer gesamten Kinderklinik. Heißt konkret, 100 Frühchen finanzieren die anderen 10.000 zu behandelnden Kinder. Trotzdem kommt am Ende des Jahres ein Defizit von 4 bis 5 Millionen Euro zusammen. Das Problem liegt im System. Denn ein Krankenhaus muss jede Menge vorhalten. Personal, Medikamente, medizinisches Gerät. Aber das bekommen sie nicht bezahlt. Das Thema Vorhaltefinanzierung kann man sich sehr gut plastisch
veranschaulichen, wenn Sie einfach mal das Thema Schwerbrandverletzte nehmen. Für das Thema Schwerbrandverletzung sind wir als Zentrum hier für Gesamthessen verantwortlich und halten im Prinzip 24/7, sieben Tage ein spezielles Equipment, speziell geschultes Personal vor, die im Notfall dann da sein müssen und die werden halt bezahlt das ganze Jahr. So makaber es klingt, hätten Sie viele Brandopfer, würden Sie viel Geld bekommen. Nun soll eine Einmalzahlung vom Bund über 300 Millionen Euro an alle Krankenhäuser den ökonomischen Druck lindern. 2,5 Millionen wäre das schätzungsweise für das Klinikum Kassel. Wann es das Geld gibt, noch unklar. Da beginnt jede Schicht, wie hier auf der Onkologie, mit der bangen Frage, ist noch ein Bett frei? Soll ich mal gucken und horchen, was mir der Bauch heute erzählt? Soll ich mal gucken? Während der Chemotherapie hat Alina ihre Mama Tag und Nacht dabei. Nicht selbstverständlich in Kinderkliniken. Es gab ja schon mal so eine Situation, wo sie als Säugling konnte ich wahrscheinlich, also ich konnte nicht mit in der Klinik rein, weil die keine Betten für mich hatten. Und dann musste ich nach Hause fahren und das fand ich schlimm. Diesmal ging es leichter. Das Klappbett für die Mutter. Alle Betten für die begleitenden Eltern wurden von Spendengeldern finanziert. Auch für den leukämiekranken Lesan ist es tröstlich, wenn er nicht allein sein muss. Geflohen aus dem Irak helfen die Eltern bei der Verständigung. An diesem Tag sind sie auf der Onkologie gut besetzt. Aber wer weiß, was morgen ist.